Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update zu Star Stable. Und vor kurzem wurden die EVs ja schon quasi angekündigt und jetzt ist auch der Trailer erschienen. Wir gucken uns einfach mal direkt unsere 40 Sekunden Trailer an. Ich bin gespannt, ich habe es eben erst erfahren und einfach mal reingeschaut. Okay, ja, guck mal das nochmal direkt nochmal an, ein bisschen genau. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so geflasht davon. Ich finde, die Animationen sehen jetzt gar nicht so besonders aus. Also was mir aber auffällt ist, dass sie scheinbar eine eigene Mähne nochmal haben, eine spezielle, weil wir haben jetzt hier die Zöpfe und alles, das sieht recht normal aus, aber das hier ist, glaube ich, ein neuer Haarstil, den halt anscheinend nur die Pferde haben. Also die Farbe finde ich wirklich schön. Übrigens kommen die Pferde am 17. raus und werden 850 Starcoins kosten. Also 17. Das ist schon heftig. Das ist schon in 2 Wochen. Also kamen quasi jetzt die Uris und 2 Wochen später, also gerade wenn die Uris gehen, kommen im Endeffekt direkt schon die EVs. Ich bin gespannt, wie es von der Geschwindigkeit bei denen dann im Endeffekt aussieht. Ich muss sagen, also versteht mich da nicht falsch, aber irgendwie taugt mir der alte fast mehr. Also es ist nicht schlecht. Ich denke, wenn ich mir eins hole, dann wird das hier werden. Das gefällt mir noch von der Färbung her ganz gut. Ansonsten hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von den Pferden. Aber schreibt mir in die Kommentare, wie euch die neuen englischen Vollblüter gefallen, ob sie euch total überzeugt haben, eher nur so ein bisschen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich muss sagen, das hier, das finde ich super süß. Aber an sich habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Und ich finde es ein bisschen krass, dass sie jetzt schon in 2 Wochen kommen. Weil das ist echt ziemlich knapp hintereinander. Eure Meinung dazu in die Comments. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.